Das Multiple Myelom ist eine bösartige Erkrankung des Immunsystems. Hierbei werden Eiweiße produziert, die die Niere verstopfen können. Es vermehren sich Plasmazellen im Knochenmark, die die Blutbildung unterdrücken und im Weiteren auch die Knochen befallen können, sodass Knochendefekte auftreten. Beim multiplen Myelom kommt es zu einer Einschränkung der Blutbildung, damit Leistungsminderung, Kopfschmerzen und Luftnot im Extremfall. Es gibt eine Einschränkung der Nierenfunktion, die zu Wassereinlagerungen führen kann oder auch schäumenden Urin. Und die Defekte an den Knochen verursachen Schmerzen. Zunächst ist das Ziel der Behandlung eine langjährige Krankheitsstabilisierung oder Freiheit von der Erkrankung sogar. Wir haben eine ganze Reihe von Patienten, die eine normale Lebenserwartung erreichen können mit dieser Erkrankung. Bei jüngeren Patienten setzen wir dafür eine Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Blutstammzelltransplantation ein. Und ergänzt wird diese Therapie auch bei älteren Patienten durch Substanzen, die zielgerichtet gegen die bösen Plasmazellen aktiv sind, und zusätzlich Cortisonpräparate.